So, da bin ich schon wieder. Wir haben eben ein kleines Video zu einer Ungleichung gedreht. Hier nochmal das Blatt Papier. Die haben wir gelöst. Und jetzt machen wir einfach mit der, wie schon eben angekündigt, mit der zweiten Ungleichung, die ich bekommen habe, weiter. Also neben der von eben sollte ich auch noch die hier lösen. X plus 1 durch x plus 5 kleiner als 2. Also eben war unser Trick, hier aus der 2 eine 0 zu machen, und dann haben wir irgendeinen Bruch gehabt, bei dem man sehr leicht sehen konnte, wann der positiv bzw. negativ ist. Und hier machen wir das Gleiche. Die 2 ziehen wir wieder auf die andere Seite rüber. Das heißt, wir hätten x plus 1 durch x plus 5 minus 2 ist kleiner als 0. Natürlich darf ich hier auch keine minus 5 einsetzen für das x, weil sonst unser Nenner 0 wäre und das wäre nicht definiert. Ja, jetzt erweitere ich halt das entsprechend um dieses x plus 5. Also im Video eben habe ich es ein bisschen ausführlicher gemacht, aber ich denke, das ist jetzt kein Problem. Also hier haben wir noch eine 2, eben hatten wir eine 1, hier ist eine 2, also muss ich jetzt zweimal dieses x plus 5 hier abziehen, teile durch x plus 5, und das ist kleiner als 0. Ja, das kann ich jetzt auflösen. X plus 1 minus 2x minus 10. Erstmal den Nenner abschreiben. X plus 5 ist kleiner als 0. Jetzt fasse ich hier wieder die x zusammen. Hier habe ich 1x, hier habe ich minus 2x, macht zusammen minus 1x. Hier habe ich 1, hier habe ich minus 10, macht zusammen minus 9. Das teile ich durch x plus 5. Das Ganze ist kleiner als 0. Gut. Was ich jetzt immer gerne mache, also man kann natürlich jetzt hier jetzt so genau weit auch weitermachen, aber ich habe immer lieber positive Zahlen, die sind einfacher. Mit denen kann man einfacher arbeiten, wenn man nicht so gut im Rechnen ist wie ich, ne? Da macht man Fehler eher mit negativen Zahlen. Da muss man manches anders machen. Also wie kriege ich dieses Minus hier weg? Indem ich die ganze Gleichung mit minus 1 multipliziere. Das kann ich problemlos machen, weil die 0, der 0 ist das egal, ja. Die denkt sich, egal, mach doch, multipliziere mich doch mit irgendwas. Ich bleibe bei 0. Und hier hätte ich das Minus weg. Worauf ich natürlich aufpassen muss, dass Relationszeichen hier kehrt sich um. Also wenn ich das hier mit minus 1 multipliziere, dann kriege ich hier aus dem Minus ein Plus. Habe ich also x plus 9 durch x plus 5. Und jetzt muss ich natürlich sagen, größer 0, wie eben gerade erklärt. Ja, übrigens, ne, man kann natürlich auch, wenn man es schön macht, auch immer an den Rand schreiben, was man bei den einzelnen Schritten gemacht hat. Das solltet ihr auch auf jeden Fall machen, wenn ihr die Sachen, die ihr aufschreibt, jemand anderem gebt. Oder wenn ihr sie selber für euch notiert, um später nochmal nachzuvollziehen, dann immer dran schreiben, was ihr macht. Ich mache das hier nur für euch und erkläre im Video genau, was das ist. Das Papier, was ich hier danach produziere, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr angucken. Von daher ist das hier legitim, das wegzulassen. Aber im Allgemeinen ist natürlich viel sinnvoller zu schreiben, dass ich jetzt hier zum Beispiel mal minus 1, ne? Solche Späße. Okay, jetzt ein bisschen schwieriger wird es als eben, weil eben hatten wir ein Zähler, der nicht mehr von x abhing. Nun hängt beides von x ab. Und wir wollen ja, dass das Ganze positiv ist. Also dieser Bruch soll positiv sein, größer als 0. Was muss ich also überprüfen? Positiv ist der Bruch, wenn Nenner und Zähler beide positiv oder beide negativ sind. Schreiben wir mal auf. Positiv schreibe ich erstmal. Das Positiv bezieht sich nicht auf den Bruch als Ganzes, sondern jetzt nur auf Nenner und Zähler jeweils. Also, der Zähler ist positiv. Schreibt mal oben den Zähler hin, ja? Wann ist das hier positiv? X plus 9. Das sieht man sofort. Wenn x größer ist als minus 9, ja? Dann ist das hier positiv. Der Nenner ist positiv, wenn x größer ist als minus 5. Ja, wenn ich eine Zahl einsetze, die kleiner als minus 5 ist, dann kommt hier was Negatives raus. Wenn ich genau minus 5 einsetze, kommt 0 raus. Und wenn ich was Größeres als minus 5 einsetze, kommt eben was Positives raus. Und hier das Gleiche mit der minus 9. Also das Positiv bezieht sich jetzt jeweils auf das Ganze. Jeweils auf Nenner und Zähler. Und negativ, na gut, entsprechend, wenn x kleiner ist als minus 9, habe ich eben auch hier unten schon erwähnt, und x kleiner ist als minus 5, dann ist jeweils der Zähler und der Nenner negativ. Aber wir haben ja eben festgestellt,
wenn beides positiv ist, also in dem Fall, oder beides negativ, dann ist die Sache insgesamt positiv. Okay, wann sind diese Bedingungen beide erfüllt? Wann ist sowohl x größer als minus 9 als auch größer als minus 5? Ja, natürlich, wenn x größer ist als minus 5. Ja, denn dann ist es erst recht größer als minus 9. Und wann ist das hier erfüllt? Wann ist x sowohl kleiner als minus 9 als auch kleiner als minus 5? Natürlich, wenn x kleiner ist als minus 9. Weil minus 9 ist die kleinere Zahl der beiden, ja? Und wenn ich will, dass es sowohl kleiner als die als auch als die, muss ich einfach nur die kleinste von den beiden nehmen. Okay, das heißt, für diese beiden Fälle ist die Ungleichung hier oben erfüllt. Ja, also wie schreiben wir das auf? Also x ist auf der einen Seite könnte es größer als minus 5 sein, auf der anderen Seite könnte es kleiner als minus 9 sein. Also können wir sagen, die Ungleichung ist erfüllt für x-Element. Und jetzt muss ich irgendeine Menge hinschreiben. Ja, einmal dürfte x kleiner als minus 9 sein. Wie schreibe ich das? Das Intervall von minus unendlich bis minus 9 und vereinigt mit dem Intervall von minus 5 bis unendlich. Also x muss aus der Vereinigung dieser beiden Intervalle stammen und genau dann ist diese Ungleichung hier erfüllt für reelle Zahlen x. Und damit wären wir auch mit dieser Aufgabe in unter 7 Minuten am Ende. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal kann durchaus auch in Videos sein, die schon bereits online sind, also die ich zeitlich vor diesem Video hier gedreht habe. Kann ja sein, dass ihr die nicht chronologisch schaut. Ich habe bis jetzt von noch keinem gehört, dass er sie chronologisch schaut. Von daher ist das sehr wahrscheinlich. Gut, also wie gesagt, ich mache mal Schluss. Hier geht schon die Musik an, also bis zum nächsten Mal.